Der Giro d'Italia ist vorüber. Die erste Grand Tour des Jahres hat uns 3 Wochen lang mit herausragendem Radsport versorgt. Und der einen oder anderen Randanekdote. Wie zum Beispiel Mathieu van der Poels persönlicher Feldzug gegen die italienische Esskultur. Mathieu van der Poels Nudeln mit Ketchup, die geben Kraft. Ob Ellen van Dijk sich vor dem Stundenweltrekord auch ein paar reingemetert hat, wer weiß. Ich war letzte Woche in der Boucle de la Mayenne und ich kann dir sagen, ich musste noch weitaus Schlimmeres essen in Frankreich. Das klingt spannend. Ich bin gespannt, was du dazu berichten hast. Aber erst sprechen wir über den Giro. Der Giro d'Italia ist vorbei. Wir beide haben uns ganz in Bora-Manier auch im pinken Trikot oder Pulli gekleidet. Also deutsche Mannschaft, wir haben ja quasi mitgewonnen. Ja, aber der Giro hat natürlich auch für andere Geschichten gesorgt und ganz speziell um Mathieu van der Poel. Der war ja nicht nur selbst im rosa Trikot, sondern hat auch die italienische Esskultur ein bisschen aufgewirbelt. Ne? Ja, richtig. Da ist im Vorfeld so ein Video aufgetaucht, wo er sich auf seine Pasta Ketchup drauf gemacht hat. Da hat ganz Italien die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das geht natürlich gar nicht. Und die Geschichte ging dann weiter. Und zwar mit dem Foto, wo er, ich glaube, vor dem ersten Ruhetag eine Pizza gegessen hat. Was war da los, Tobi? Ja, das war eine traditionelle Margarita-Pizza. Aber irgendjemand hat dann drunter geschrieben, den Gesichtsausdruck, den man macht, wenn auf der Pizza die Oliven vergessen wurden. Und daraufhin hat er noch einen draufgesetzt und hat gesagt, nee, nicht die Oliven haben gefehlt, sondern die Ananas. Und das war ja der nächste Schlag gegen die italienische Esskultur. Und das ging dann munter so weiter. Am nächsten Ruhetag hat er doch tatsächlich sich gewagt, ein Bild zu posten, wo er ein Cappuccino nach 12 Uhr getrunken hat. Das belastet beim Italiener natürlich bekanntlich den Magen und geht gar nicht. Also ich habe von den italienischen Kollegen Alan und Giorgio gelernt, Cappuccino nach 12 Uhr, da gibt es 5 Jahre Haft eigentlich in Italien drauf. Auf jeden Fall nicht. Wenn der Junge noch mal ausreisen darf. Also jedenfalls hat sich dann das Social-Media-Team vom Giro auch gemeldet und hat gesagt, pass mal auf, Mathieu, wenn du noch eine Etappe gewinnst, dann machen wir ein Video, wie wir Pizza mit Ananas essen. Ja, daraufhin hat Mathieu sich gesagt, Challenge accepted, und ist wirklich jeden Tag, egal ob bergauf, bergab, in die Spitzengruppe gegangen und hat versucht, eine Etappe zu gewinnen. Hat da nicht ganz geklappt, da sind verrückte Fans auch an die Strecke gekommen im Kochkostüm und haben ihm eine Ananas in die Hand gedrückt, um das Ganze zu beschleunigen. Aber er hat es dann doch noch getan, ne? Ja, er hat es dann doch noch getan, nachdem er sich ein letztes Mal aufgebäumt hat und nochmal Dritter im Abschlusszeitfahren geworden ist. Hätte jetzt vielleicht vorher auch nicht so viele Leute, hätten auch nicht so viele Leute für möglich gehalten. Dann hat er sich endlich die wohlverdiente Pizza mit Ananas reingemetert. Wir fanden, das war eine lustige Geschichte. Mathieu hat auf jeden Fall nicht nur Bums, sondern auch Humor. Und gewonnen hat er auch noch was, den Kompetitivpreis. Genau. Und um Gewinner geht es jetzt nämlich auch, denn wir haben letzte Woche für das Global Bike Festival noch ein Gewinnspiel gemacht und da verlesen wir jetzt die Gewinner, die zum Festival eingeladen sind. Ne? Richtig, das ist einmal der Philipp Heck, der Max Pfeiffer, die Katrin Feiringer, der Sven Kujat und der Armin Plang. Und die können sich über die Tickets freuen und die können sich über einen neuen Gast freuen. Ganz genau, denn der Moorstar, der Markus Burka, der jetzt ja öfters auch bei Eurosport zu hören ist als Kommentator, der wird ebenfalls als Gast da sein. Der wird dann die Riege um die deutschen Stars mit André Greipel, Paul Voss und uns beiden natürlich komplettieren. Und der hat wahrscheinlich auch ein paar gute Geschichten. Hast du eine Lederhose dabei? Ich habe schon dran gedacht, mir die Lederhose auch einzupacken, damit ich mit Moorstadt zusammen am Pool ein schönes Bild abgebe. Das gibt astreine Tenlines. Die hat Ellen van Dijk bei ihrem Stundenweltrekordversuch sicherlich nicht bekommen, denn da scheint nicht die Sonne in so einer Radrennbahn. Sie hat ihn aber trotzdem gebrochen und verdammt zwar schnell. Um ganze 849 Meter, 49,254 Kilometer ist sie gefahren und hat damit den alten Rekord von Jocelyn Loden ganz schön pulverisiert, obwohl sie sich wohl nicht mal so richtig gut gefühlt hat. Also das war nicht schlecht. Also ich glaube, wenn sie sich mal vielleicht noch mal ein bisschen anders vorbereitet, dann sind sogar die 50 Kilometer in der Stunde möglich. Oder vielleicht greift jetzt noch mal jemand anderes an. Also ich glaube, Chloe Dygert aus den USA, die könnte sowas auch. Auf jeden Fall eine krasse Zeit. Ich würde es auf jeden Fall nicht so schnell schaffen. Der Giro ist auch heute in der Story von uns das Thema Nummer 1 und wir wollen einfach mal kurz durchsprechen, was da in den 3 Wochen so alles passiert ist. Am meisten war natürlich überraschend die ganzen TikTok-Tänze, die Dan Lloyd aufgeführt hat. Aber wir fangen an bei Etappe 1 und das war ja auch schon ein Riesenaufreger. Ne? Ja, das Duell eigentlich des Giros, zumindest der ersten Hälfte des Giros, Biniam Girmay gegen Mathieu van der Poel, die sich da in einem packenden Bergaufsprint einen Schlagabtausch geliefert haben. Mathieu van der Poel mit dem besseren Ende für sich ist der erste Träger des rosa Trikots. Ich fand die Attacke von Lennart Kemner noch geil, wobei man sagen muss, hätte er sich die gespart? Hätte er sich die mal gespart. Noch zu erwähnen, der Sturz von Caleb Ewan auf den letzten Metern, das war auch noch spektakulär. Aber auch die Tage in Budapest, wunderschönes Land, wunderschöne Landschaften.
Im Nachhinein war ja noch dann direkt die Ungarn-Rundfahrt dort, also da konnte man dann noch mehr Einblicke vom Land bekommen. Aber waren auf jeden Fall ein paar gute Tage dort und ein Zeitfahren gab es auch. Und dort hat dann überraschenderweise Simon Yates, also den ich ja gar nicht so auf der Rechnung gehabt hätte, das Zeitfahren gewonnen. Mit seinem 3.000-Euro-Einteiler. Mit seinem 3.000-Euro-Einteiler. Rick Zabel aus deutscher Sicht ist da ins Bergtrikot gefahren, das war auch eine schöne Sache. Stimmt. Und dann gab es ja direkt einen Ruhetag und dann sind wir auch schon rübergeflogen nach Italien, nach Sizilien und da stand dann die erste Bergankunft schon an. Ne? Und die war toll aus deutscher Sicht und auch aus spanischer Sicht, denn Juan Pedro Lopez, der konnte da eben auf dem Ätna sich ins pinke Trikot, Entschuldigung, rosa Trikot, da wurde der Paddy schon für in die Mangel genommen. Also ins rosa Trikot reinfahren, ins Führungstrikot. Gewonnen hat aber ein anderer, und zwar Lennart Kemner, der Mann aus Fischerhude bei Bremen. Der hat uns da den ersten deutschen Etappensieg bei einer Grand Tour für dieses Jahr beschert. Astrein. Ich weiß nicht, wo der Bergfahren gelernt hat, weil der war auch in Cottbus auf dem Internat. Da sind eigentlich auch nicht so viele Berge. Aber der hat auch noch im restlichen Giro zu überzeugen gekonnt. Zu den Sprints kann man sagen, Demar hat sich da eindeutig als bester Sprinter gezeigt. Klar, die erste richtige Sprintankunft, die hat Kev gewonnen mit einem starken Anfahrer Murkoff. Den hat er dann ja zwischenzeitlich verloren, deswegen hat es vielleicht ein bisschen gehapert. Sieht man vielleicht auch mal die Wichtigkeit von einem Weltklasse-Anfahrer. Ja, Caleb Ewan hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dem hätte ich eigentlich auch noch mal eine Etappe zugetraut, aber nichtsdestotrotz haben wir einen alten Sieger wieder gesehen und zwar 5, 6 und 13, Arnaud Demar. Nee, ich meine eher einen alten Sieger, Thomas de Gendt. Oh, ja, stimmt. Aber ganz kurz noch mal vorher zu den Sprints, weil wir haben jetzt gar nicht gesagt, wer denn jetzt eigentlich der Dominator war. Und das war Arnaud Demar, der sich auch das Maglia Ciclamino geschnappt hat. Und der hatte, glaube ich, auch ein paar Jahre vorher schon mal beim Giro richtig dominiert. Deswegen hatten wir da gerade aneinander vorbeigeredet. Aber natürlich, du hast recht, Tommy de Gendt. Ja, noch eine kurze Anekdote zu Demar. Der hatte eine richtig gute Truppe dabei für die Sprints. Die haben alle im Durchschnitt 76 Kilo gewogen, aber sind alle den Giro durchgefahren. Ah, ja, ja. Also auch nicht schlecht. So, jetzt aber wirklich dann final zu Tommy de Gendt. Und zwar hatte der sich ja die 8. Etappe gesichert. Da gab es auch noch ein packendes Duell zwischen Van der Poel und Girmay auf der Abfahrt, die dann fast nochmal an die vordere Gruppe rangekommen sind. Aber Thomas de Gendt, der Breakaway-Killer, wie man ihn eben auch genannt hat, der sich übrigens nach jeder Tour de France-Etappe eine M&M's-Packung reingemetert hat, der konnte sich hier die Etappe sichern und da haben sich eigentlich auch alle gefreut. Und das war dann so ein bisschen die Vorbereitung auf Etappe 9, Blockhaus. Es ging erstmal richtig hoch hinaus. Ja, Blockhaus-Etappe, ich glaube, das ist so eine über 45 Minuten Anstieg. Da hat ja Nairo Quintana das letzte Mal das ganze Feld auseinandergenommen. Wir haben schon ein paar Favoriten straucheln sehen, wie Tom Dumoulin, aber einer ist ein bisschen aufgetaucht, den man gar nicht so richtig auf der, also er ist ja schon mal einen guten Giro gefahren, aber der kannte dann wirklich die Etappe gewinnen, Jay Hindley, im Spurt da hoch, wurde zwischenzeitlich schon abgehangen, wurde dann mit Joao Almeida wieder an die erste Gruppe rangefahren und konnte dann den Sprint eigentlich überlegener, also fast zu früh angefangen, aber konnte sich das Ding holen. Richtig stark. Hat dann gezeigt, dass er wohl der beste Bora-Fahrer ist und ab dort ging auch die Marschroute von Bora alles auf Jay Hindley, so buch mal noch ein bisschen als Backup und dann hatten wir noch, bevor Bora richtig den Gashahn aufgedreht hat, Etappe 10. Etappe 10. Was ist da passiert? Binyam Girmay, der setzt sich im Sprint vor Mathieu van der Poel durch. Mathieu gibt 50 Meter vor der Linie quasi auf, zeigt den Daumen nach oben. Kein Daumen nach oben gab es für den Augapfelunfall danach. Das schießt sich mit dem Champagnerkorken leider ein bisschen das Auge raus. Aber trotzdem, das soll nicht über seinen grandiosen Etappensieg hinwegtäuschen. Also der ist auch wirklich bis dahin, glaube ich, irgendwie fünfmal in die Top 5 gefahren oder sowas. Also, ich glaube, Netflix hätte sich nicht die Tour aussuchen sollen zum Verfilmen, sondern den Giro. Weil wer glaubt denn sowas? Der erste Afrikaner gewinnt eine Grand Tour-Etappe und schießt sich dann im Ziel mit einem Korken aus dem Rennen. Das kannst du echt keinem erzählen, aber das kannst du nicht skripten. Der ganze Giro fabulös und es geht dann auch so weiter. Etappe 14 und hier strauchelt dann der Mann, der bis dahin in Rosa gefahren war, Juan Pedro Lopez vom Team Trek-Segafredo. Der wird aus dem Trikot rausgefahren, ganz besonders von einem Team und das kam aus Deutschland. Ja, Bora Hansgrohe, die müssen da irgendwie Streckenkenntnis gehabt haben. Ich denke mal, der Gasparotto, der wusste da, die Abfahrt ist schmal, kurvig, da können wir das Rennen auseinandernehmen. Und vor allem der Italiener Aliotti, der ist da von vorne gefahren und das ganze Feld ist explodiert. Da waren wirklich nur noch die Besten der Besten da, alle ziemlich isoliert, außer Bora. Die konnten dann auch noch von vorne mit Ben Zwiehoff jemanden als Relaisstation bekommen und der da ein bisschen Tempo fahren konnte. Carapaz hat es dann auf der Runde am Superga Climb, glaube ich, nochmal probiert, alleine wegzufahren, wurde dann nochmal eingeholt und Simon Yates fährt rüber, der dann mit Knieschmerzen an der Blockhaus-Etappe schon zu viel Zeit gefressen hatte, sichert sich da die zweite Etappe.
Etappe. Carapaz in Rosa, sieben Sekunden vor Hindley noch zu dem Zeitpunkt. Und ab dann ja, gab es eigentlich die ganze Zeit so einen Schlagabtausch. Die sahen aber eigentlich die ganze Zeit ziemlich ebenbürtig am Berg aus, muss man sagen. Landa war da immer noch so ein bisschen mit dabei, aber sah immer so einen ganz kleinen Prozent vielleicht schwächer aus als die beiden. Und dann ja, kommt Etappe 17. Und da wollten wir auch nochmal drüber sprechen, bevor dann eben Etappe 20 nochmal den ganzen Giro auf den Kopf gestellt hat. Etappe 17 war nämlich die Etappe, wo Mathieu van der Poel kurzzeitig so aussah, als ob er eine Hochgebirgsetappe gewinnen würde. Dann fliegt aber noch Lemerese an ihm vorbei, hängt ihn ab und dann kommt von irgendwoher Buitrago und gewinnt die Etappe. Und man muss aber auch noch eine Sache sagen, Richie Port, ja, das, für den Mann tut es mir natürlich leid. Ja, der ist seine letzte Grand Tour gefahren, hängt nach der Saison das Rad an den wohlgenannten Nagel. Aber der hatte Magenschmerzen, ist dann ausgestiegen und war dann nicht mehr zur Verfügung, um seinen Kapitän Carapaz das Rosa-Trikot zu verteidigen. Ein lustiges Interview gab es auch von Sivakov, der ein bisschen ungläubig geguckt hat, dass Richie Port ausgestiegen ist. Zu Buitrago muss man sagen, der ist noch auch gestürzt an dem Tag. Ja. Er ist erst gestürzt, zurückgekommen und dann den Sieg geholt. Also verdienter Sieg von Buitrago. Losgegast, ist über eine Minute noch aufgeholt. Ja. An sich das Team Bahrain Victorious ist richtig stark. Die haben auch die Teamwertung gewonnen. Also die waren da breit aufgestellt. Ja, und dann kam die Etappe 20. Und die hat es nochmal in sich gehabt, ne? Ja, Lennart Kemna, der war in die Spitzengruppe gegangen. Bora Hansgrohe musste es an diesem Tag quasi versuchen, Carapaz aus dem Trikot herauszufahren. Kemna in der Spitzengruppe dahinter, fahren dann alle in den relativ kurzen, aber ziemlich knackigen Schlussanstieg rein. Die letzten 5 Kilometer hatten es da wirklich in sich. Und ja, dann setzt zunächst Sivakov eine harte Pace, droppt eigentlich fast alle. Carapaz und Hindley können sich zunächst von Landa absetzen. Dann fahren die beiden an Kemna ran. Der fährt, denke ich, 2 Minuten vielleicht, ungefähr sowas, eine richtige Bulette und dann sieht man den Jaguar aus Tulcan, richtig, aus Ecuador. Da Zentimeter um Zentimeter und dann platzt er richtig auf. Ja. Kemna guckt sich um, ruft seinem Kapitän, glaube ich, nochmal zu, fahr Junge, fahr, und dann ist Jai Hindley um sein Leben gefahren. Ja, der hat ja noch gut 1,5 Minuten rausgefahren. Von hinten kamen noch Hugh Carthy und Landa an Carapaz vorbei. Sogar Kemna konnte Carapaz noch richtig demoralisieren. Das ist auch richtig demoralisiert. Und nochmal abhängen. Ab da war der Giro dann gegessen und es war dann eigentlich eine Triumphfahrt auf der letzten Etappe im Zeitfahren. Ne? Und da hat auch nochmal einer richtig losgelegt, Mathieu van der Poel. Der kann alles. Der Zeitfahren, Cyclocross, Mountainbike. Gib ihm ein Fahrrad, gib ihm 2 Räder und er fährt schnell. Ja. Aber auch eine richtig bärenstarke Leistung von Tyron Arendsman vom Team DSM, der junge Holländer, 99er Jahrgang. Der wird der Zweite im Abschlusszeitfahren. Die Italiener krönen sich dann nochmal. Der italienische Meister gewinnt das letzte Zeitfahren. Aber den Tyron Arendsman, den hat wohl auch schon Ineos auf der Rechnung. Den hat Ineos auf der Rechnung und ich hatte dich auf der Rechnung beim Giro Oracle. Du hattest Carapaz gesagt, ich Dumoulin. Wir hatten beide Unrecht, das heißt Giro Oracle 2021 bleibt da. Wer von euch hätte denn auf Jai Hindley gesetzt? Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Und gerne auch, ob ihr auch denkt, dass der Giro irgendwie die geilere Rundfahrt ist im Jahr. Also ich fand es wirklich mega und fand es auch mega, mit dir nochmal drüber zu quatschen. Und Wir machen weiter mit der Show. In der Radinspiration könnt ihr jede Woche was gewinnen, und zwar, wenn ihr die GCN-App runterladet und ein Bild von euch, von eurer Radfahrt in der Rubrik Radinspiration hochladet. Und auch diese Woche haben wir 3 Gewinner und du machst mit 3 und 2 den Anfang. Richtig, weil eins was Besonderes, Tobi, das überlasse ich dir. Platz 3 geht an Palakiois, und zwar hat der ein sehr, sehr schönes Bild aus Manhattan hochgeladen, also quasi hier bei uns vor der Haustür, hat mir gut gefallen und dafür gibt es 2x Wasserflaschen von uns. Platz 2, den mache ich auch noch, habe ich schon fast wieder vergessen, geht an Ridi Mama. Und zwar hat der oder die ein sehr, sehr schönes Foto hochgeladen von seinem Bike oder ihrem Bike in einem Sonnenblumenfeld. Nee, Sonnenblumen, Mohnblumen natürlich, Mohnblumenfeld. Sehr, sehr schöne, sehr schönes Panorama, der Berg im Hintergrund, die Mohnblumen davor. Und dafür gibt es einmal ein Handtuch zum Abtrocknen. Sieht aus wie eine Postkarte, aber Platz 1 ist ein bisschen was Besonderes, denn der Rudolf Broger hat ein schönes Foto gemacht, an welchen Presenter er von GCN hier denken muss. Denn Tobi Tafelobst, da steht nämlich, oder Tobi Obst, das steht nämlich für Tafelobst Bischofszell. Und die Abkürzung ist dann einfach Tobi. Fand ich ziemlich lustig und deswegen für dieses schöne Foto und dass du an mich gedacht hast, kriegst du von uns den GCN Classic Hoodie in Schwarz-Weiß, das Glaze Green T-Shirt
aus der neuen Kollektion und eine kleine GCN-Tasse. Mann, hast du aber nochmal was rausgelassen. Da habe ich mir richtig rausgelassen. Also mitmachen lohnt sich definitiv und wir sind gespannt auf eure Fotos in der nächsten Woche. Über den Giro d'Italia haben wir wohl schon genug gesprochen. Das heißt, wer sich den nochmal angucken will, geht auf unseren Racing-Channel. Wir beginnen deswegen mit der Tour of Norway. Und da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu besprechen, weil Remco Evenepoel, der hat da seine One-Man-Show abgeliefert. Der hat 3 Etappen gewonnen. Einmal im Bergaufsprint, einmal in der Bergankunft und dann nochmal einen klassischen, ganz normalen Sprint quasi. Besonders aufgefallen ist mir allerdings noch der Drittplatzierte, Luke Plapp. Der australische Meister, junger Kerl, gefällt mir sehr gut. Und natürlich Jay Vine, der Gewinner der Swift Academy von vor 2 Jahren. Swift Weltmeister. Ja. Und letzte Etappe Alexander Christoph, Wonti Group, sind beim Giro schon mega stark gefahren. Und die fahren echt eine starke Saison. Richtig cooles Team geworden. Da wird in der Zukunft wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr kommen. Die machen auf jeden Fall einen guten Job. Ich war ja in der Boucle de la Mayenne dabei. Da gewinnt Benjamin Thomas von Cofidis vor Benoît Cosnefroy. Das Rennen war eigentlich die 2. Etappe, da wurde das Gesamtklassement gemacht, aber dann die vermeintlich 3. Etappe, die so richtig flach und sprintermäßig aussah, die wurde einfach den ganzen Tag richtig Radrennen gefahren. Da war auch eine 8-Mann-Gruppe weg mit Greg van Avermaet und richtig starken Leuten. 46er Schnitt, also da ging das Gas nie runter, das war knüppelhart. Die letzte Etappe gewinnt dann Molano aus Kolumbien auf dem Schlusskurs in Laval. Der ist ein bisschen geändert worden, den alten Kurs kennst du ja noch. Aber das Essen ist immer noch genug so schlecht. Also hast du nichts verpasst. Katastrophe da, Katastrophe. Ja. Wir machen weiter mit den Mädels, denn es wurde in Deutschland Rennen gefahren. Lotto Ladies Thüringen Tour. Das ist immer ein ziemlich nices Radrennen. 6 Etappen in Deutschland, ja. Feinster Radsport. Und bevor wir über Alexandra Mainly, die Gesamtsiegerin, die 4 Etappen gewinnen konnte, sprechen. Wobei, komm, fangen wir mit der an. Die gewinnt auch die Gesamtwertung vom Team Bike Exchange. Überragende Fahrerin, hat eigentlich alles in Grund. Ich glaube, die haben 5 von 6 Etappen gewonnen, Bike Exchange. Genau, ja. Also alles in Grund und Boden gefahren, das australische Team. Aber wir müssen über eine Deutsche sprechen, und zwar Ricarda Bauernfeind. Die fährt für das Canyon SRAM Generation Team. Das ist quasi das Nachwuchsteam von dem großen Team. Mhm. Und die ist auf der 4. Etappe 2. geworden und 5. in der Gesamtwertung. Ist eine kleine Bergfahrerin. Und ich würde mal so behaupten, wer mit 22 Jahren schon so schnell Rad fährt, der wird uns in Zukunft, denke ich, bergauf einiges an Freude bereiten in Deutschland. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Oder sie hat sich jetzt einfach für das größere Team beworben und darf dann demnächst mal öfters größere Rennen fahren. Ich glaube, da kommt ein Anruf. Da kommt auf jeden Fall das Upgrade im Vertrag. Das war es eigentlich auch schon mit den Race News. Und wir machen weiter mit GCN+. Die Vorbereitung auf die Tour de France beginnt schon, und zwar die Dauphiné, die beginnt am 5. Juni und geht bis zum 12. Die wird ja mal als Generalprobe genommen mit der Tour de Suisse. Wir sind gespannt, im letzten Jahr eigentlich hat Roglic die Rundfahrt gewonnen. Und auch hier werden wir wahrscheinlich wieder viele Favoriten sehen. Ich glaube, Pogacar hat sich wieder für die Slowakei-Rundfahrt als Vorbereitung entschieden. Ne? Ich meine auch. Wo er sich auf jeden Fall nicht für entschieden hat, ist für die Brüssel Classics. Die sind am 5. Juni. Das ist eher was für die schnellen und klassikerfesten Männer. Und dann haben wir noch die Women's Tour vom 6. bis zum 11. Juni. Ja, ganz genau. In England findet die statt. Wird auch alles live auf GCN übertragen. Und eine Doku haben wir auch noch eine gute anzubieten, ne? Genau, über das Team HTC High Road, das legendäre Team, Mark Renshaw, Mark Cavendish, das schnellste Sprintduo, glaube ich, aller Zeiten. Wobei Mark Emerkoff auch nicht so langsam ist. Da wird nochmal mit Dan Lloyd und Konsorten genau hinter die Kulissen geblickt. Ist eine spannende Doku, wer Lust hat, zieht euch die gerne rein. Tobi, du bist ja schon das Garmin Varia gefahren an deinem Cannondale-Bike, und dafür gibt es jetzt ein Upgrade, und zwar das Garmin Varia RCT 715, und das hat jetzt quasi eine integrierte Crashcam, Dashcam nennt man sowas ja. Das bedeutet, der Verkehr wird eigentlich die ganze Zeit so mitgefilmt. Beziehungsweise man kann auch so einen Modus aufstellen, dass es nur filmt, wenn auch wirklich ein Auto dahinter ist. Die Aufzeichnungen werden dann die ganze Zeit wieder gelöscht, aber wenn es einen Unfall gibt, dann registriert die Kamera das eben und löscht diesen letzten Fall nicht. Das heißt, der Datenschutz ist auch gewahrt, und ich glaube, das ist für alle Garmin Varia Nutzer auf jeden Fall eine interessante Option. Ja, klingt ziemlich interessant. Ich entscheide mich dann aber doch lieber auf einem sicheren Radweg zu fahren oder einfach an Orten, wo nicht so viel Verkehr ist. Aber für Leute, die irgendwie, gezwungen sind, auf befahrenen Straßen zu fahren und wo Autofahrer nicht die Rücksicht nehmen, die sie nehmen sollten, ist das auf jeden Fall vielleicht fast eine kleine Abschreckung, oder Sachen können auch mal aufgedeckt werden, weil der Streit zwischen Autofahrern und Radfahrern herrscht weiterhin. Und ich würde mir halt die ganze Zeit dein Gesicht übertragen lassen, wenn du hinten am Hinterrad so dranhängst. Ja, mit meiner aktuellen Form wird das wahrscheinlich genauso sein.
Wir sind hier über einen Kommentar gestolpert, und zwar von SharkATX, der die legendäre Kombination aus Cola und Snickers an der Tankstelle, wenn der Hungerast kommt, nicht kannte. Ja, und der kannte das auch einfach nicht aus seinem generellen Leben, abseits des Radsports. Und ich habe da schon so viele Leute, so, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, wenn man früher irgendwie lange Autofahrten hatte, Cola, Snickers, da kommst du bis nach, weiß ich nicht was, bis nach Timbuktu kannst du da fahren. Also das musst du wirklich mal ausprobieren. Das eröffnet dir ganz, ganz neue Möglichkeiten. Der zweite Kommentar kommt von Henrik. Und der hat gefragt, unter deinem Video vom Team Total Direkt Energie, warum denn diese Teams noch mit der alten Dura Ace unterwegs seien. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Erkläransätze, ne? Ja, also zu einem, dass die ganze Lieferschwierigkeiten immer noch zustande ist. Und Shimano versorgt natürlich erstmal die Teams, die sie auch sponsert. Also ein gutes Indiz dafür ist, wenn die Shimano-Schaltung fahren und die Laufräder ebenfalls von Shimano kommen, wie zum Beispiel bei FDG, bei Ineos, bei bei anderen Teams ist es ja auch noch so. Die kriegen die neueste Gruppe, also oder Quickstep, Alpecin, Phoenix, auch, die fahren auch mit Laufrädern von Shimano. Das sind Sponsor-Teams bei Shimano, die kriegen natürlich immer das Neueste vom Neuesten, aber auch bei der Parometerkurve sehen wir oft noch das alte Modell. Und Total Energie, die kaufen einfach die Gruppe, genauso wie Israel. Die haben natürlich auch irgendwie Verträge mit Shimano und so, die nehmen dann ja eine große Menge an Schaltung ab. Oder manchmal geht es auch über den Hersteller von Specialized zum Beispiel. Ja. Die haben Verträge mit Shimano als OEM-Ausrüster. Und dann sagen die immer, okay, im Vertrag sind dann x Schaltungen oder x Schaltgruppen für den Profisport wie sponsored Teams zur Verfügung. Und da scheint halt immer noch Lieferengpässe zu sein. Und deswegen sind die noch... Manchmal gibt es ja auch persönliche Vorlieben von Fahrern. Also manchmal, jetzt bei der Schaltung vermutlich eher weniger, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch an diesen einen Shimano-Schuh, den ist Edward Forstenhagen gefühlt noch 5 Jahre nach der Veröffentlichung des neuen Schuhs gefahren. Robert Retschke auch. Genau, Robert Retschke auch. Wer Robert Retschke nicht kennt, übrigens gerne mal googeln, legendärer Mann im deutschen Radsport. Die Caption Competition hat in dieser Woche definitiv nicht enttäuscht, und zwar unter das Foto von Chris Froome und dem T-Rex beim Giro d'Italia, ich glaube 2018 oder sowas wird das gewesen sein, hat Chris sein Teil untergeschrieben, Hashtag Caption Competition, der Veggie-Rex auf Lauchjagd, und mit dem Kommentar gewinnst du die GCN Elite-Trinkflasche. Kann das erst mit den kurzen Ärmchen? Ich weiß es nicht. Ja, aber auch diese Woche haben wir ein schönes Foto mitgebracht, und zwar von der ersten Etappe vom Giro, wo wir ja breit drüber geredet haben, von Mathieu van der Poel, der da ein bisschen dreckig aussieht und den Daumen, den Zeigefinger nach oben. Was bestellt er da? Auf jeden Fall einen Espresso, würde ich Expressi. Sagen. Ein Espressi, bitte. Por favor. Weitere Kommentare gerne in die Kommentarspalte. Diese Woche haben wir natürlich auch noch ein paar Videos bei YouTube anzubieten, und am Donnerstag geht es weiter mit einem Lifesaver-Video weiter. Und zwar, wenn einmal das Essen ausgeht, Geld leer ist, dann gibt es auch Arten und Wege, wie man dann doch noch was zu schnabulieren kann. Ja, Tobi, da fehlen uns übrigens noch 2 Teile, die müssen wir nachher noch nachdrehen. Also falls es nicht kommt, seid uns nicht böse. Am Samstag werden dann wieder jeder Männer, jeder Frauen und Profis befragt, und zwar diesmal zum Thema Training und Trainingskilometer. Und am Sonntag... Da haben wir auch noch gerade ein bisschen Lieferengpässe, ne? Ja, da fahren wir noch die Shimano 11-fach wahrscheinlich am Sonntag. Aber es wird auf jeden Fall was rauskommen, und Montag wird dann auch irgendein Werkstattvideo kommen, glaube ich. Also dieser Woche ist der Wochenausblick. Ja. Wir befinden uns gerade in der Planungsphase. Der Tobi, der muss halt gerade erstmal, seitdem du aus dem Keller mit dem Licht auch schwierig. Aber rasieren könntest du dich auch noch mal. Das mache ich auf jeden Fall. Nächste Woche ist das Ding ab. Und dann verabschieden wir uns in die Woche. Und dann auch wieder mit geordnetem Content. Macht's gut. Das hat mir Bock gemacht, Tobi. Ja, war super schön. Super, klasse. Bis nächste Woche.